Servus, Franco hier und willkommen zum mehr Total Warhammer 2 Online Action. Heute mal mit den Vampiren gegen das Imperium und heute soll es eigentlich gar nicht so sehr um meine Armee oder mein Bild gehen, sondern mehr um den meines Gegners. Mein Gegner hat nämlich einen sehr coolen Imperiumsbild gegen meine Vampire gebracht. Nämlich mit an sich einer sehr interessanten und coolen Armeezusammenstellung, aber es hat... Sie hat eine bisschen käsig, nach Käse riechende Eigenschaft, also seine Führerschaft ist ein bisschen käsig. Also er hat hier auf jeden Fall 3 Einheiten Schützenreiter. Die Jungs sind die neuen Musketenschützen des Imperiums. Die Musketenschützen haben wir ja momentan leider nicht bringen aufgrund ihres Bugs, Nerfs. Wo sie immer auf die Gegner zulaufen. Die Musketen, diese Schützenreiter hier, sind da wesentlich besser geeignet. Die haben zwar den gleichen Bug, laufen auch manchmal auf den Gegner zu, wenn sie keine direkte Sichtlinie haben. Aber weil die auf den Pferden sitzen, sind sie höher und haben einfach seltener keine direkte Sichtlinie auf den Gegner und haben deswegen auch seltener den Bug. Und sind auch trotzdem noch gut und sind schnell und lassen sich schnell umpositionieren. Ich nehme die auch immer sehr gern mit dem Imperium momentan. Hoffe mal, dass die Musketen irgendwann noch gefixt werden. Dann hat er dabei, um seine 3 Schützenreiter zu schützen, 2 Einheiten Ritter des Sonnenordens, eine super gute Einheit, die jetzt mit dem Patch auch nochmal günstiger geworden ist. Eine ausgesprochene Schockkavallerie. Ich hoffe mal, dass es irgendwann auch nochmal neben der Schockkavallerie und der intermediären Reichsgarde die Söhne des Ulrichs oder den Ritterorden des Ulrichs im Imperiumsroster geben wird, die ja eher eine Brawler-Kavallerie sind. Dann hat er hier noch dabei eine Einheit Demigreifen mit Helibarden. Alles 3 sehr gute Kavallerieeinheiten, die in Tandem mit den Schützenreitern hier bestimmt einiges in Schaden machen werden oder potenziell machen können. Er hat auch noch dabei sein Heldensquad hier und da ist jetzt dieser Käse, den ich vorhin erwähnt habe. Nicht Käse, im Grunde genommen ist es kein Käse. Turin, falls ihr den kennt, ist auch ein amerikanischer Total War YouTuber, der ähnlichen Content macht wie ich, ähnliche Inhalte bringt wie ich. Hat vor kurzem mal in Anführungsstrichen bahnbrechende neue Erkenntnis in eines seiner Videos gebracht, wo er die Anschuldigung der Hexenjäger zusammen mit der finalen Transmutation von Balthasar Geld kombiniert und damit das neue ultimative Lord-Sniping-Tool des Imperiums ins Spiel gebracht hat. Eine Kombi, ja. Ich meine, ich habe das auch schon mal gemacht und so und klar ist es effektiv, die finale Transmutation ist immer noch effektiv, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Kombination aus Balthasar Geld und der Anschuldigung der Hexenjäger irgendwie bestimmte Synergien bringt, sondern es ist tatsächlich so, die finale Transmutation ist halt immer noch nach wie vor gut gegen Helden und die Anschuldigung eben auch. Die Anschuldigung ist nicht gut gegen Helden, sondern eher gegen sie gedacht, aber ist trotzdem noch eine sehr schwache Fähigkeit, / Zauber, aber es ist halt einfach eine Addition dieser beiden Effekte, die ganz viele Leute momentan online bringen, um eure Helden zu snipen. Und darum soll es auch jetzt gehen. Mein Gegner versucht nämlich in dieser Schlacht hier krampfhaft meinen roten Grafen zu snipen, der hier im Wald momentan mit seinen beiden Blutrittern versteckt war. Und darum soll es mir heute auch gehen. Meine Armee ist eher so ein bisschen standardmäßig nichts Besonderes, überhaupt nichts Besonderes. 4 Verfluchte hier in der Frontlinie, abwechselnd mit Zombies und einem Nekromanten, der nur Zombies beschwören kann und dieses Schwert dabei hat, diesen Gegenstand, der eine Magie im Handel gegen seine Lebenspunkte gibt. Dann haben wir hier an der rechten Flanke nochmal eine Einheit Gespenster zum Flankieren mit ihrer hohen Geschwindigkeit von 48 sind die natürlich optimal zum Flankieren.
Hier, wie gesagt, die zwei Blutritter und den toten Herzog sowie die beiden Einheiten Kriegshunde oder Todeswölfe, die hier in der Ecke waren. Auf diesen Maps ist es ja oft so, dass man die Boot-Einheiten nur hier in der Ecke platzieren kann. Ich habe sie ja dann hier zu meinem Gegner hier zu bringen, um ihn eben hier zu bedrängen. Wusste aber nicht, dass mein Gegner hier auch noch drei Bierhandkämpfer im Wald versteckt hat. Also eine sehr elitäre und coole Armee. Und meine Todeswölfe laufen jetzt einfach aufgrund ihres Bewegungsbefehls in den Rücken der Bihan-Kämpfer rein und werden hier noch ein bisschen gegen die kämpfen. Dabei einige Modelle verlieren, weil die Bihan-Kämpfer ihnen natürlich haushoch überlegen sind. Weder ich, mein Gegner bemerken das bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann kommen wir auch zurück. Bringe ich die Todeswölfe hier wieder raus. Und ich würde sagen, wir legen mal den zweiten Gang ein und gucken uns mal an, was hier passiert. Nachdem ich jetzt hier gesehen habe, dass mein Gegner diese beiden Hexenjäger und Balthasar Geld hier hat, lasse ich meinen Helden natürlich einfach versteckt und lasse ihn außerhalb der Reichweite der Fähigkeiten von diesen beiden, von diesem Heldentötungs-Squad. Bringe natürlich meine Blutritter jetzt hier aus dem Wald raus, von dieser Position aus hier den Fluchtweg meines Gegners abfangen zu können, den er jetzt hier einschlagen muss, wenn meine Infanterie hier immer weiter vorrückt. Deswegen bringe ich diese Blutritter hier hinter. Mit den Fledermäusen wird Balthasar Geld natürlich sofort bedrängt. Die Fledermäuse dürften eigentlich einen relativ akzeptablen Job gegen Balthasar Geld machen. In der Schlacht hier habe ich übrigens bemerkt, dass Balthasar die ganz gut fertig machen kann. So im 1 gegen 1 Kampf. Sehr interessant. Trotz ihrer hohen Nahkampfabwehr macht Balthasar mit jeder Attacke hier gut Schaden an den Fledermäusen. Also auch ein interessanter Fakt, den man sich mal merken kann. Ansonsten verfolgen wir natürlich mit unseren Fledermäusen seine Schützen weiter, die allerdings nicht nach hinten schießen können. Und damit einfach hier so ein bisschen ineffizient gemacht werden. Wir nutzen hier unsere Heilfähigkeiten der Vampire natürlich aus, um seine Reiter hier zu. Unsere Blutritter, die hier so ein bisschen gegen seine Reiterschar bereits gekämpft haben, zu heilen und wieder auf Vordermann zu bringen. Er lässt sich allerdings an einem Regiment Blutritter fangen auf seinem Rückzug. Und das wird ihm natürlich jetzt hier zum Verhängnis. Das war sein größter Fehler hier in der Schlacht. Also wenn ihr plänkeln wollt, dann schaut auch, dass eure Plänkler und die jeweiligen Einheiten, die sie schützen, wirklich frei bleiben und beweglich bleiben. Denn in dem Fall hier könnten wir jetzt seine plänkelnden Einheiten und sein ganzes Riesenkontingent aus sehr teuren Truppen hier mit Hilfe unserer Blutritter und Zombie-Beschwörungen binden. Und die werden natürlich jetzt hier in 0,nix vernichtet werden. Ritter des Sonnenordens werden vernichtet, Demigreifen werden vernichtet, also seine ganzen Nahkampf-Kavallerieeinheiten werden vernichtet. Und er hat es jetzt allerdings geschafft, hier einmal den Cast mit Balthasar Geld abzubekommen auf unseren roten Herzog, der jetzt hier leider eine kleine, also beziehungsweise eine relativ große Schadensportion abbekommen hat. Mit seiner finalen Transmutation und den Anschuldigungen der Hexenjäger. Und das meine ich eben. Ich habe hier, bin hier ganz bewusst ganz weit weg von Balthasar Geld und den Hexenjägern geblieben. Nur um jetzt halt hier, weil ich da meine Chance gewittert habe, seine elitären Kavallerieeinheiten zu fangen, bin ich mit meinem roten Herzog ungefähr so bis zu diesem Grat gegangen, um dann von hier aus meine Zombies zu beschwören, damit seine Kavallerie eben nicht mehr aus der Falle ausbrechen kann. Das hat mein Gegner natürlich sofort genutzt, um seine Magie auf den roten Herzog abzukriegen. Seine Hexenjäger ebenfalls. Und daran habe ich eben gemerkt, er hat hier extrem viel Micromanagement benutzt, um meinen roten Herzog zu snipen. Und dabei hat er eben vergessen,
seine Kavallerie so richtig zu managen. Und das meine ich, das ist eben die Message, die ich hier so ein bisschen mit dem Video vermitteln will. Schaut, dass ihr... Ich meine, Lord Snipen ist eine effektive Taktik auf jeden Fall. Es ist meistens effizient und ja, man hat gerade bei den Vampiren und vielen anderen Fraktionen dadurch einen sehr großen Vorteil im Verlauf der Schlacht, weil viele Fraktionen einfach auf ihren Helden angewiesen sind aufgrund ihrer niedrigen Moral. Aber wenn ihr zu viel Micromanagement darauf fokussiert, dann passiert eben genau das, was jetzt hier passiert ist. Mein Gegner hat jetzt bereits seine gesamte Kavallerie verloren, bis auf Teile seiner Plänkler-Kavallerie, also der Schützenreiter. Und er hat hier seine Ian-Kämpfer komplett in eine absolut miserable Position gebracht. Die sind hier, sind jetzt hier aus dem Wald gekommen und landen jetzt hier zwei Einheiten hier auf den Zombies und eine Einheit hier drüben auch auf das sind tatsächlich zwei Verfluchte, aber gut, ist auch egal. Es ermöglicht es uns natürlich hier ganz bequem mit den Zombies und den Gespenstern, den Verfluchten etc. pp. Hier um seine Infanterie rumzukommen und ihn von hinten anzugreifen. Und gut, man könnte jetzt natürlich noch das Argument bringen, wir hatten allgemein mehr Infanterie als er, also kann man vielleicht sagen, er hätte das Argument mit dem Micromanagement, ist nur bedingt, greift nur bedingt, aber es ist tatsächlich so, wenn er jetzt hat hier seine Truppen, schaut mal, was das für ein Block hier ist. Also das ist nicht, das wäre auf jeden Fall nicht passiert, wenn er da mehr Mühe reingesetzt hätte. Hier versucht er nochmal unseren roten Graf mit den westlichen Rittern des Sonnenordens zu kriegen, macht hier nochmal die finale Transmutation. Wir heilen natürlich immer gegen mit unserer Aufrufung des Neck. Und das ist natürlich eine gute Sache bei den Vampiren, ihre Fähigkeit sich zu heilen. Da kann man natürlich solchen Lord-Sniping-Taktiken entgegenwirken. Und wir sehen jetzt hier, wie umzingelt seine Pihan-Kämpfer hier sind. Ihre Moral sinkt jetzt hier absolut, obwohl sie eigentlich relativ gut sein müssten gegen alle Truppen, die hier vorhanden sind. Bis auf die Gespenster. Die sind natürlich nach wie vor gut gegen die Pihan-Kämpfer. Aber die sind natürlich jetzt fast vollständig umzingelt. Jetzt kommt hier noch aus der Richtung der rote Graf rein, der wieder bei relativ hoher Gesundheit ist. Die Fledermäuse kommen zurück, um Balthasar Geld zu vertreiben. Hier wäre natürlich jetzt für Balthasar Geld und seine finale Transmutation eine wunderbare Gelegenheit, bei der er den roten Herzog sowie auch diese sehr empfindlichen Truppen nochmal treffen könnte. Kriegt er jetzt allerdings auch gerade momentan nicht hin, weil er wahrscheinlich schon so viel Magie verballert hat. Mal gucken, ob er es in der Schlacht nochmal hinkriegt. Die der Balancebalken hier oben deckt jetzt mittlerweile so ein bisschen unsere Gunst aus. Und die Blutritter, mit denen habe ich so ein bisschen jetzt die Verfolgung hier aufgegeben, die Schützenleiter einzufangen, denn ich habe ihren Wert hier bei dem Infanteriekampf höher eingeschätzt, um die Ehrenkämpfe hier zu brechen. Hat sich allerdings als bisschen übereifrig herausgestellt, weil die Ehrenkämpfer so und so durch die Umzingelung hier in 0,nix vernichtet worden sind. Und jetzt momentan ist es halt eine relativ krasse Situation, weil mein Gegner hier momentan noch den Mobilitätsvorteil hat mit seinen plänkelnden Schützenreitern, aber auch nur bis zu dem Punkt, wo es ihm die Munition reicht. Wenn die ihm ausgeht, dann habe ich den Mobilitätsvorteil mit meinen im Nahkampf überlegenen Blutreitern. Und wir sehen allerdings hier auch schon, er nimmt hier natürlich so gut er kann den roten Herzog aufs Korn und schafft es jetzt hier auch am Ende der Schlacht tatsächlich ihn noch zu vernichten und hat halt die ganze Zeit über ständig versucht, den roten Herzog zu snipen und hat aber das Micro seiner westlichen Armee vernachlässigt. Und jetzt
ist es halt leider dann auch schon zu spät, weil er hat jetzt einfach keine Möglichkeit mehr, diese Schlacht hier zu gewinnen. Hexenjäger, die er jetzt hier noch hat, den einen, der andere ist glaube ich schon tot oder irgendwie auf der Flucht, die werden ihm den Nahkampf hier gegen diesen massiven Blob an Verfluchten mit Schilden auch nicht mehr gewinnen, weil das Geld auch nicht, und Magie hat er jetzt an dem Punkt mit Sicherheit auch nicht mehr. Da hat er schon zu viel dafür gezaubert. Und ja, wie will er, jetzt kann er die Schlacht eben leider nicht mehr gewinnen, und das war es dann für meinen Gegner. Ein lustiges Beispiel dafür, er hat eine eigentlich überlegene Armee. Na gut, was heißt überlegen? Vielleicht nicht überlegene Armee, aber er hat eine sehr coole und interessante Armee, mit der er jede Möglichkeit gehabt hätte, mich zu töten, meine Armee zu schlagen. Und hat aber leider aufgrund dieser Entscheidung, der taktischen Entscheidung, auf Biegen und Brechen zu versuchen, meinen Held zu snipen, die restliche Schlacht vergessen und damit halt dann leider die Schlacht verloren. Und wie gesagt, Lord snipen ist absolut okay, kann man machen, ist sehr effektiv und ist eine Taktik, die... Oh, er hat sogar noch einen Zauber rausgeballert, allerdings wahrscheinlich nicht overcastet. Und ja, wie gesagt, das bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Es ist ja eher ein Zauber gegen Helden auch, die finale Transmutation. Finde ich aber auch interessant, dass die Gespenster da so wenig Schaden genommen haben. Nachdem die eigentlich den magischen Schaden eigentlich mehr Schaden nehmen müssten, aber es, naja, okay. Weiß gar nicht, macht die finale Transmutation einen magischen Schaden? Immer interessant, falls das jemand weiß, kann das mal in die Kommentare schreiben. Also ich wollte gerade sagen, er hat hier einfach zu viel Mühe da rein investiert, meinen Lord zu snipen. Und es könnte, kann man machen, mache ich auch, macht jeder, sollte man auch machen, aber versucht die Schlacht zu gewinnen. Es geht darum, die Schlacht zu gewinnen bei dem Spiel und nicht den gegnerischen General zu töten in erster Linie. Das ist ein Teil davon, aber das ist nicht alles, und das sollte man wirklich auch teilweise beachten. Ist mittlerweile nicht mehr so verbreitet, wie es im ersten Teil noch war, als der Seelenraub noch total OP war und auch andere Dinge. Nehme mal an, dass der Nerf der Musketen vielleicht auch da aus dieser Ecke kam, dass es damit so leicht war, die Lords zu snipen. Weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, trotzdem, danke an meinen Gegner, war echt eine sehr coole Schlacht und war auch echt eine coole Armee. Fand seine Armee in dem Fall jetzt echt richtig nice, richtig cool und interessant. Wir schauen es uns hier auch nochmal kurz in der Liste an. Und er hat auch gut Kills gemacht, gerade mit diesen Bihan-Kämpfern. Wie gesagt, die Bihan-Kämpfer waren natürlich der absolute Hard-Counter gegen fast alles, was ich jetzt hier hatte, bis auf die Gespenster. Und vielleicht noch die Blutritter, aber auch nicht wirklich. Eher, ja... Die sind eher so ein bisschen schlecht. Also sowohl die Blutritter sind schlecht gegen die Bierenkämpfer, als auch umgekehrt. Also, naja. Aber sonst war es sehr interessant und cool. Und, ja, das sage ich ja auch schon. Ich habe schon seit Ewigkeiten, seit Total Warhammer 2 rausgekommen ist, mache ich schon, sage ich in meinen Videos immer wieder, dass die Hexenjäger krass sind. Auch schon lange vor anderen Leuten. Aufgrund ihrer, ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Link finde von dem ersten Video, wo ich diese Penetrationskraft der Fernkampfattacken der Hexenjäger euch mal sag. Ich ist auf jeden Fall schon ewig her, mal gucken, ob ich es noch finde. Hexenjäger sind eine gute Einheit zum Plänkeln. Leider haben diese Ritter des Sonnenordens eben gar nichts gemacht dieses Mal, und das war auch der Untergang meines Gegners. Ansonsten hat eigentlich alles ganz gut funktioniert, und die Demigreifen auch. Ansonsten hat alles gut funktioniert, aber wie gesagt, die sonstige Kavallerie wurde leider zerstört und aufgrund von diesem einen Fehler. Und naja, wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren tun. Ich würde mich freuen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.